Once about 10 years ago, I gave a lecture in Bogota, in Colombia. Afterwards, the first question was, you're the famous North American theorist, tell us what to do. The second question was, who do you think you are, you North American theorist, coming here telling us what to do? Dann begrüße ich jetzt alle zur Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Michael Hartz. Das ist nicht die erste, sondern eine weitere in der ganzen Serie von Veranstaltungen, die die Luxemburg-Stiftung mit Michael Hartz schon gemacht hat. Er ist Literaturwissenschaftler, Professor an der Duke University, und wir alle oder die meisten werden ihn kennen durch die vier Bücher, die er gemeinsam mit Tony Negri geschrieben hat, vielleicht auch durch das Buch, das er zu Gilles Deleuze geschrieben hat. Die Veranstaltung heute hat natürlich, wie die meisten Veranstaltungen dieser Art, die Krise zum Thema, aber in einem besonderen Anschnitt. Krise hat sicher eine objektive und eine subjektive Dimension. Was Krise objektiv ist, dazu haben wir reihenweise Analysen, die mehr oder minder hilfreich sind. Michael wird heute sprechen in gewisser Weise zur subjektiven Dimension der Krise. Kapitalismus produziert Subjektivitäten, die kapitalistische Krise bringt Subjektivitäten hervor. Und erst durch sie, durch diesen subjektiven Faktor, kann die Krise gegebenenfalls tatsächlich zu dem werden, was im Wort eigentlich gesagt wird. Eine Krise ist ein Höhepunkt, der Wendepunkt, der Punkt, an dem sich ein Prozess umkehrt und ein Prozess, in dem eine Entscheidung vollzogen wird. Darüber wird Michael Hartz sprechen. Subjektivitäten produziert durch die kapitalistische Krise und Medium möglicherweise der Wendung dieser Krise. Thanks. First of all, I'd like to thank the Rosa Luxemburg Stiftung for inviting me, and I'm happy to be here. It does seem like an kind of an odd atmosphere to speak about crisis with the soft chairs and candlelight. Ja, schönen guten Tag auch und vielen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Einladung hier. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es scheint mir doch aber etwas merkwürdig zu sein, hier in dieser Atmosphäre über Krise zu sprechen, hier auf diesen weichen Stühlen und diesem sanften Kerzenlicht zu sitzen. So the title I gave for tonight was something like what to do in a crisis? What to do with a crisis? I can't quite remember. The short answer, though, is occupy. Als Titel für heute Abend hatte ich, glaube ich, gesagt, also was man mit der Krise oder was man in der Krise machen kann. Ich erinnere das nicht mehr ganz genau. Aber die kurze Antwort auf diese Frage ist natürlich zu besetzen, to occupy. As you already said, the economic crisis is also a social crisis, and I do want to focus on how the social crisis is manifest in the subjectivities produced by capital today. Ja, wie Thomas schon erwähnt hat, ist die wirtschaftliche Krise natürlich auch eine soziale Krise, und ich möchte mich heute darauf konzentrieren, hier darzustellen, wie diese Krise sich auch als gesellschaftliche in den Subjekten manifestiert. But my real interest is in the cycle of struggles that have taken place in this year in 2011. And the way that the struggles have acted on these social subjectivities produced by capital. Aber mein wirkliches Interesse gilt natürlich dem Zyklus der Kämpfe in diesem Jahr 2011 und der Frage danach, also wie diese Kämpfe auf die im Kapitalismus hervorgebrachten Subjektivitäten eingewirkt und sie verändert haben. I'm thinking of the cycle as really starting in Tunisia, continuing through Egypt and other countries in the North Africa and the Middle East, then at least through Greece, Spain, beginning on May 15th, to occupy movements in the United States and probably St. Paul's in London. All of these as being parts of this developing cycle of struggles of this year. Den Krisenzyklus würde ich in etwa umfassen, natürlich ausgehend von den Aufständen in Tunesien, übergehend zu den Entwicklungen in Ägypten
und auch den anderen nordafrikanischen Ländern und im Mittleren, im Nahen Osten. Dann natürlich der Aufstand in Griechenland, in Spanien, Anfang mit dem Aufstand des 15. Mai. Dann natürlich die Occupy-Bewegung in den USA und auch die Entwicklung in St. Paul's in London. It might be helpful to say also what I mean by a cycle of struggles. What I mean really here is that one struggle provides inspiration and models for the next, that then in a new context, in a new territory, those elements are translated in order not really to repeat, but to innovate, and so that a kind of chain is produced from one struggle to the next. And that seems to me what we've seen in this past year. Vielleicht ist es nochmal hilfreich, dass ich meine Auffassung von so einem Kampfzyklus nochmal darlege. Und im Prinzip verstehe ich das so, dass in einem bestimmten Kampf eine gewisse Inspiration, ein gewisses Modell entwickelt wird, das dann auf ein neues Territorium gelangt und in diesem auch entsprechend verändert wird und so zu einer ganzen Reihe von Kämpfen führt, die als eine Kette von Kämpfen verstanden werden können, in denen sich aber diese Modelle auch immer wieder ändern und neu anpassen. So what I want to try to characterize the subjective figures of the contemporary moment of capitalist society with four figures that then this is really the course of what I'll say, that then after characterizing these subjective figures, I'll try to indicate how the struggles have inverted each of them towards new possibilities. And then I'll end, and that'll be it. Ich möchte versuchen, die gegenwärtige Situation innerhalb des Kapitalismus anhand von vier Subjektivitäten darzustellen, die in dieser kapitalistischen Konstellation hervorgebracht werden und wie auf der Grundlage der Kämpfe, die sich ergeben haben, diese Subjektivitäten wieder verändert werden und auch die Kämpfe selbst damit verändert werden. So the first of these figures is the indebted. And it really starts from thinking about how debt has become universal and inevitable. You can't go to university without becoming indebted. You can't live in a house without being indebted. You can't consume without being indebted. In fact, you might say we've shifted from welfare to debtfare, that in order to even get the basic elements of life, one must be in debt. So in this way, the indebted has become a generalized figure. Zuerst einmal ist da die Subjektivität des Verschuldeten, des in Schuld Gesetzten. Die Figur der Schuld ist mittlerweile eine universelle Figur geworden. Das heißt also, heutzutage kann eigentlich niemand mehr an die Uni gehen, kann sich kein Haus leisten, kann aber auch nicht konsumieren, wenn er nicht verschuldet ist. In gewisser Weise sind wir von einem Sozialstaat zu einem Schuldenstaat, zu einem System der Schulden gegangen. Und ohne diese lässt sich das Modell nicht mehr denken. One characteristic of debt as a social figure is that it immediately reveals a relationship of inequality, a relationship between creditor and debtor. You remember that capitalist mythology, or the ideals of political economy, imagine social relations being based on equal exchange. Remember even the opening chapters of volume one of Capital, where Marx talks about this Eden of equality, freedom, and Bentham, in which the worker brings labor power to the market, and the capitalist brings capital to market, and they exchange on equal terms. That's the founding myth of, and so in some ways the exploited inequality is masked. So the relationship of debt has a virtue of revealing in center stage really that inequality. And in some ways, this slogan that has proved successful for the Occupy movement in the U.S. of the 99% and the 1% has been to reinforce that recognition of inequality.
that comes with the social figure of debt. Die Figur der Schulden, des Schuldners, des Verschuldeten, lässt sich insofern charakterisieren, als sie unmittelbar die Ungleichheit zwischen demjenigen, der den Kredit gibt, und demjenigen, der schuldet, ausdrückt. Und wenn wir nochmal uns zurückerinnern an den Anfang des kapitalistischen Mythos, dann gibt es da sowas wie einen Austausch zwischen Gleichen. Das, wenn wir nochmal die rekapitulieren, den Band 1 des Kapitals, wo Marx auch von Freiheit und Gleichheit und Bentham spricht, dort erzählt er eben oder gibt er eben wieder, dass dieser Mythos darin besteht, dass der Arbeiter auf den Arbeitsmarkt geht und seine Arbeitskraft hergibt und der Kapitalist eben dafür das Kapital. Und in gewisser Weise ist diese Figur, hat also den Vorteil, die Auszeichnung, dass sie unmittelbar die Ungleichheit ausdrückt, die tatsächlich in der Gesellschaft herrscht. Und es ist kein Zufall, dass der Slogan der Occupy-Bewegung von den 99%, die Sie jetzt darstellen, hier nochmal auch die Wahrnehmung, die Anerkennung dieses Ungleichverhältnisses extrem verstärkt. So in some ways, by figuring on the indebted as a primary social subjectivity, I'm thinking of the ways in which the exploited has shifted to the indebted. And whereas in the exploited, as I was saying, the myth of equal exchange mystified the inequality, which is in fact clear in debt, the indebted instead is mystified the productivity of subjectivities. In the indebted rather than in the exploited. In other words, as indebted, we're all configured as consumers, not as producers. In some ways, this is then a more complicated argument, that the same movement that capital has gone through from a focus on profit to a focus on rent corresponds really to a subjective figure of the indebted shifting to a subjective figure, of the exploited shifting to a subjective figure of the indebted. In the same way that rent relationships mystify productivity, so does the subjective figure of the indebted. I could have screwed that up for you, I'm not sure. Give it a try and I'll be clearer later. Um zur Charakterisierung der Figur des Verschuldeten zurückzukommen, ich sehe hier einen zentralen Unterschied, wenn man das einmal vergleicht mit der vorgehenden Figur des Ausgebeuteten. Hier haben wir so etwas wie den Mythos der Gleichheit und der mystifiziert sozusagen also hier die Produktivität. Andererseits haben wir in dem Verschuldeten auch natürlich eine Mystifizierung, die stattfindet. Und hier in diesem Sinne da war nicht mehr als Produzent, sondern jetzt als Konsument. Und in demselben Maße, wie das Kapital von der Erschaffung des Profits hin zur Aneignung der Rente sich entwickelt hat als zentralen Motor, wird sozusagen in dieser Figur des Verschuldeten auch dieses Verhältnis mystifiziert. The last thing I wanted to emphasize is that debt creates bonds. In some ways, the indebted is a return to a figure of servitude, in a way a return to relationships that Marx described in terms of primitive accumulation. But also, or another way of seeing it, is thinking about debt as a instrument of both morality and discipline. In fact, I guess in German it's difficult to think about debt without thinking about guilt and responsibility. Debt also, though, acts as a disciplinary mechanism. If you get out of school with so much debt, you can't but go to work at the best-paying job first. In order to pay your mortgage, in order to pay your credit card debts for the big-screen TV, all of those, debt combines a kind of Nietzschean morality with a Weberian work ethic, that it defines the subjective figure that way. Does that make sense? Okay. Yeah, I should assume.
die Figur der Schuld kreiert natürlich oder schafft natürlich aber auch Beziehungen. Also Bonds, hier verstanden natürlich in dem englischen Doppelsinn sozusagen einerseits der finanziellen Verpflichtung, andererseits aber natürlich auch der Beziehungen, die dadurch aufgebaut werden. Und eine besondere Figur darin ist gewissermaßen die Rückkehr zur Servilität, die Rückkehr zur Unterordnung und zu letztlich sklavenähnlichen Verhältnissen. Und hier ist also das ist sozusagen das, was Marx mit dem Begriff der ursprünglichen Akkumulation begreift. Das ist das eine Moment darin. Das zweite Moment darin ist natürlich auch, dass Debt oder Schulden als disziplinierendes, als moralisierendes Instrument fungieren. Und ich denke, ja, im Deutschen ist ja schon klar, dass man also eigentlich diesen Begriff der Schuld, der finanziellen Schulden, niemals ohne den Hintersinn der Schuld diskutieren kann. In diesem Sinne schafft das ja natürlich auch eine ganz bestimmte Subjektivität, wenn wir alleine an die Jugendlichen denken, die aus der Schule kommen und schon verschuldet sind und hier jetzt auch alle möglichen Jobs annehmen müssen, um diese abzuarbeiten. So wird also einerseits eine gewisse nietzscheanische Moral mit einer weberschen Arbeitsethik verknüpft und eine neue Form der Subjektivität geschaffen. There are, by the way, many recent excellent books on debt. One of which, by David Graeber, makes the points I was referring to earlier about exchange and the relationship of debt to inequality. Another by Maurizio Lazzarato works on this last point about morality and Nietzschean proposals. Es gibt einige hervorragende Bücher, die in der letzten Zeit erschienen sind, zu diesem Thema. Einerseits ein Buch von David Graeber, was insbesondere nochmal auf diesen Punkt des Austauschs und Exchange and Debt. Also diese Figur einerseits des gleichen Tausches, andererseits der Schuld eingeht und andererseits ein Buch von Maurizio Lazzarato, was stärker nochmal auf diesen Aspekt der Moralität eingeht. Yeah, okay, thanks. So the second figure, if the indebted is the first figure, the second figure, subjective figure created by capital today that seems in a way functional to the crisis is the mediatized. And by the mediatized, I mean the way that media, as we all know really, as media is becoming ever more deeply integrated into our lives. And in some ways, as media becomes ever more integrated into our lives, our experiences become ever thinner. Here, I mean some pretty obvious things. I mean, think of the way that you wrote a letter that you mailed in the post compared to the rapidity and brevity of email. Think of the ways you're forced to narrate your life on Twitter, responding always to where are you now and what are you doing, rather than more intricate ways of narrating your life. Or think of the way that the practices of friendship have been thinned by the practices of friending. All of these are ways in which the depth of our engagement with media have in some ways thinned our experiences. Wenn also die Figur des Verschuldeten eine erste Subjektivität ist, die hervorgebracht wird, dann können wir von der Figur des Mediatisierten, dessen, also der oder die durch Medien vermittelt wird, als zweite Figur nehmen. Und es ist, glaube ich, gar keine Frage, dass hier Medien zunehmend eine intensive Rolle in unserem alltäglichen Leben spielen. Und je tiefer sie aber sich in unsere Leben eingraben, desto stärker dünnt sich so etwas wie konkrete Erfahrung auch aus. Also man denke dabei bloß an den Brief, den man früher mal geschrieben hat und in den Briefkasten gesteckt hat, im Vergleich zur Schnelligkeit und Kürze einer E-Mail, wie man sie heute schreibt. Oder wenn man sich vor Augen führt, wie heute Menschen ihr Leben auf Twitter wiedergeben. Wo bist du gerade? Was hast du gemacht? Im Vergleich zu doch subtileren oder ausführlicheren Formen von seinem Leben zu berichten. Oder auch einfach die Ausdünnung konkreter Erfahrung in Bezug auf das Ausleben von Freundschaft im Gegensatz zum Freundemachen im Web.
So when you're mediatized, it's not really that you're passive, but you can't be said to be really active either. And it's this interspace that interests me, that media is constantly attentive to your likes and dislikes, even at the level of the ads on the web page you look at are crafted after the other web pages you've looked at, or the other purchases you've made on the internet, or American Idol was selected by your own phone call. So it's attentive to you, and in response, you have to be attentive to the media. You're called to be constantly attentive, which creates a zone between action and passion. Yeah. Der Zustand des Mediatisierten befindet sich gewissermaßen in einer Form des Zwischenzustandes, in der Art, dass man natürlich nicht einfach bloß eine passive Existenz in diesen Medien führt, aber gleichzeitig ist das auch keine wirkliche Aktivität. Also wenn man also an dieses mag ich oder nicht mag ich denkt, einerseits, was in vielen Web-Applikationen eine Rolle spielt, oder aber auch, wenn man sich die Anzeigen im Internet anguckt, die ja mittlerweile durch die jeweiligen Webseitenaufrufe dann customized sind, das heißt also zugeschnitten, bis hin auf den individuellen Nutzer, die individuelle Nutzerin. Es ist sozusagen eine ständige Aufmerksamkeit, die einem entgegengebracht wird, die man andererseits aber den Medien selbst auch wieder entgegenbringt. Und es ist so eine gewisse Zone zwischen Aktion und Leidenschaft, zwischen Handeln und Leidenschaft, die hier entsteht. My point in this is really that the question of liberation is no longer a question or simply a question of people having access to information and to expression. There's a beautiful passage in one of Deleuze's interviews where he says that the problem is no longer getting people to express themselves. He says that repressive forces actually force you to express yourself. And sometimes we need to fight in order to have the right to say nothing. What I think he's really pointing to is a paradox that sometimes people strive for their servitude as if it were their liberation, and that is active in the kind of expression and even the kind of information that we are called towards in our interaction with the media. Für mich geht es dabei um die Frage natürlich der Befreiung, und die kann heutzutage eigentlich nicht mehr in der bloßen Form des Zugangs zu Information oder des Ausdrucks derselben gedacht werden. Ich denke dabei an eine Passage von Deleuze selbst, der sagt, dass das Problem heutzutage nicht mehr darin bestünde, dass Menschen sich ausdrücken möchten. Also die Repression selbst drängt die Leute geradezu derart nach Ausdruck, dass teilweise sogar das Recht auf Nicht-Ausdruck sozusagen eingefordert werden muss. Ich verstehe hier sozusagen eine gewisse Haltung, die dahin drängt, sich unterzuordnen und dieses gewissermaßen als Befreiung auch auffasst. Okay, one last thing about this communication that seems to me useful, which is you're thinking about a passage in Marx's 18th Brumaire about his critique of the French peasantry of the 19th century, saying that they cannot act as a class because they cannot communicate. Now, Marx is not so much concerned, or would not be the solution to the problem of the French peasantry if they had all the information. If they had all the information about Louis Bonaparte's gambling and his debts and his squandering, that would not solve the problem. What Marx rather has in mind is the kind of communication that the workers construct in the urban factories, which is a corporeal communication of being together. It's something different than either information or expression. And it's that communication of being together that I think the encampments and the occupations of this year have rediscovered.
Ich denke dabei auch an eine Passage aus Marxes 18. Brumaire, in dem er über die französischen Bauern im Prinzip sagt, dass sie keine Klasse bilden können, weil sie untereinander nicht kommunizieren können. Und dabei geht es natürlich nicht um den Zusammenhang, dass sie es nötig hätten oder dass sie es bedürften, alles über Napoleons Ungeheuerlichkeiten, seine Verschwendungssucht etc. Zu wissen, um dann aktiv zu werden, sondern es geht eher um das Verhältnis, das Arbeiter in einer Fabrik aufbauen, eine Art der körperlichen Kommunikation, eine Art des Zusammenseins, die eine ganz andere Form von Kommunikation, von Nähe aufbaut. Und in diesem Sinne sehen wir das dann auch wieder in den Camps und in der Occupy-Bewegung, die dieses Jahr aufgekommen sind. So the third figure, now after the indebted and the mediatized, is what I'm calling the securitized. What I really mean is this, the object and subject of security regimes. Die dritte Figur, die ich hier aufgreifen möchte und als eine Subjektivität im Kapitalismus charakterisieren möchte, ist die Figur des Sekurisierten, also im Prinzip des Objekts und des Subjekts, der einem oder die eben einem bestimmten Sicherheitsregime unterliegt. So let me start here again with a kind of cliche, which I started with also in terms of media. The cliche is that recognizing how much, even starting by recognizing how much information is constantly collected about you. Like, of course, you know, when you enter into certain places, if you enter an airport, you're going to be x-rayed. Enter into certain countries, you'll have your fingerprints taken, your retina scanned. Enter into a government institution, a school, a hospital, a barracks. You know that certain, even of course you become unemployed, different things will be recorded about you, your intentions, your efforts, etc. But even outside of those institutions today, you can think about all the ways you're constantly being recorded. Even walking down the street, you're constantly being recorded on closed-circuit cameras. Your web pages are recorded. Your credit card purchases are recorded. Your cell phone calls are easily intercepted. These are all ways in which you are effectively like an inmate. Like an inmate, yeah. Um nochmal auch wie in der Figur des Mediatisierten auf ein Klischee zurückzugreifen, möchte ich uns nochmal vor Augen führen, wie viele Informationen eigentlich über eine Person, über einen selbst beständig heutzutage gesammelt werden. Wenn wir an den Flughafen denken, da laufen wir durch ein Röntgengerät, wenn wir uns überlegen, dass wir in ein anderes Land fahren, da werden Fingerabdrücke von uns genommen, wenn wir in eine Regierungsinstitution gehen, da werden weitere Daten von uns erhoben, wenn man vielleicht sogar Beschäftigter einer solchen Einrichtung ist, dann wird auch natürlich die eigene Absicht, die Anstrengung, also gewisse emotionale Charakteristika erhoben von einem. Aber auch außerhalb solcher Institutionen werden wir beständig kontrolliert, werden wir beständig aufgenommen, werden beständig Daten über uns erhoben, wenn wir an die an die Kameras im öffentlichen Raum denken, wenn wir an unsere Besuche von irgendwelchen Webseiten denken, die beständig kontrolliert werden und registriert werden, wenn wir an den Einsatz von Kreditkarten oder aber auch unsere Mobiltelefone denken und das beständige Registrieren von Daten, dann sind wir so etwas wie Insassen einer Gefangenenanstalt. But the security regime doesn't only ask you or require you to be an object of surveillance, it also calls you to be a subject of it. And most, I mean, maybe not you all, but most answer the call and lend their eyes and report suspicious activity and watch when their neighbor is not going out or is. So in a way, I would say that there are two dramatis personae of the security regime. There's the inmate and there's the watch guard. And you're asked to play both roles. Aber dieses Sicherheitsregime
verlangt nicht nur, dass man also zu einem Objekt gemacht wird, dass man ein Objekt der Untersuchung, der Überwachung wird, sondern im selben Maße wird auch die subjektive Einbringung erforderlich. Es gibt so etwas wie eine Anforderung, hier auch jegliche Merkwürdigkeit im eigenen Umfeld darauf hinzuweisen, vielleicht die Nachbarn zu beobachten, das dann auch eben gegebenenfalls den Behörden zu melden, wenn einem etwas verdächtig vorkommt. In diesem Sinne gibt es in dieser Figur so etwas wie zwei dramatische Persönlichkeiten, zwei Charaktere, die beide gleichzeitig anwesend sind, nämlich einerseits den Gefangenen, andererseits aber gleichzeitig auch den Gefangenenbewacher. But you know, all these discussions about universal surveillance shouldn't make you think that there's no longer a difference between being inside and outside. That being inside prison still is a difference. And when you think at least about the prison regime in the U.S., the statistics, the facts are ones that ought to scandalize quickly or at least demand explanation. For instance, the prison population in the United States has expanded 500% since the 1970s in a highly racialized way, so that now a black person will have is six times likely than a white person to be in prison, such that, for instance, I mean, just to give more statistics to give an idea of the scandal of it, really, that there are more African Americans in prison today than were in slavery in 1850, which is quite remarkable. That in some ways there's a new plantation system. A new in the United States that has a racialized prison, and before you start feeling any whatever twinges of anti-Americanness, it's really not that different in Europe. If you especially think about the detention centers of immigrants and refugee centers in other parts of the world, that the color in a way of those incarcerated is really quite similar, not just in the U.S., but elsewhere. Dieses, also wenn wir von diesem Regime der beständigen Überwachung ausgehen, dann will ich damit natürlich nicht sagen, dass es gar keinen Unterschied mehr zwischen innen und außen gibt. Natürlich macht es einen ganz erheblichen Unterschied, auch immer noch heutzutage, ob man im Knast ist oder nicht. Wenn wir uns also das US-Knastregime angucken, dann möchte ich hier nochmal ein paar Zahlen anführen, um auf den Skandal, der sich dahinter eigentlich auch verbirgt, hinzuweisen. Im Vergleich zu den 70ern haben wir also jetzt 500% mehr Knastinsassen. Dann ist dieses ganze Regime, dieses ganze Knastregime basiert auf einer rassistischen Spaltung. So ist für Schwarze die Wahrscheinlichkeit, in den Knast zu gehen, 6-mal so hoch wie für Weiße. Und wir haben heutzutage eine Situation, in der mehr afroamerikanische Menschen im Knast sitzen, als jemals um 1850 herum in der Sklaverei waren. Wir haben gewissermaßen ein neues Plantagensystem, was hier aufgebaut wurde. Aber bevor jetzt irgendwie sowas wie eine Stimmung des Anti-Amerikanismus aufkommen könnte, möchte ich auch darauf hinweisen, dass es in Europa eigentlich gar nicht so unterschiedlich ist. Wenn wir uns hier die Ausweisungszentren angucken, dann sind natürlich auch diese von also eben nicht von Weißen, sondern natürlich von Menschen mit anderer Hautfarbe bevölkert. Okay, let me skip some things because I worry about boring you. I think you can imagine easily a corresponding militarization that corresponds to this increase of the prison regime, and what one has to ask at that point, or what I would try to explain, is why now? Like, why do we have in the 1970s an increase of those actually incarcerated, an increase of militarization, and then also at the same time a construction of this security regime?
And my answer is something about the relationship between that and the growth of neoliberalism and precarious labor regimes since the 70s. That's just a shorthand version of it. So I can go on to the next. Ich möchte hier ein paar Sachen abkürzen und möchte nur darauf hinweisen, dass es natürlich korrespondierend zu dieser Figur des Sicherheitsregimes sich auch zunehmend eine Militarisierung entwickelt. Dabei stellt sich natürlich die Frage, warum kommt diese jetzt zustande? Warum wächst die sozusagen seit den 1970ern? Warum gibt es zunehmend mehr Menschen im Knast? Warum gibt es eine zunehmende Militarisierung? Und ich möchte hier nur in so einer Art Steno-Antwort geben, dass es hier einen engen Zusammenhang zwischen dem Aufkommen neoliberaler Regulierungen und andererseits Entwicklung prekärer Arbeitsregime gibt. So the fourth figure is the represented, which is in some ways a summary of the first three, or brings the first three together. What I mean here is that the representative system as a kind of inclusion, say through electoral means, is one that is highly compromised and corrupted in ways that we all know through each of these first three figures, through finance, through media, through fear, that the pretense of representation through electoral means is undermined. Zur letzten Figur der Repräsentierten, also in Repräsentationsmechanismen dargestellt. Sie ist gewissermaßen eine Zusammenfassung, ein Ergebnis dieser ersten drei Figuren. Wenn wir uns an das Repräsentationssystem erinnern, dann schafft das so etwas wie eine Einschließung, eine Inklusion auf der Basis von Wahlmechanismen. Gleichzeitig wissen wir, dass dieses System hochgradig korrupt ist, eben durch jene drei Mechanismen, nämlich einerseits die Finanzmechanismen, dann die Medien, aber auch die Angst, die in diesem Sicherheitssystem geschürt wird. Also outside of the electoral system, the traditional structures of social representation, such as labor unions, political party participation, civil society structures, are all increasingly less able to provide participation and representation. Auch außerhalb des traditionellen Wahlsystems sind die sich dort etabliert habenden Strukturen, die gegebenenfalls für Repräsentation sorgen, wie etwa Gewerkschaften oder aber auch politische Parteien, tendenziell immer weniger dazu in der Lage, hier tatsächliche Beteiligung und damit auch eben die erwartete Repräsentation garantieren zu können. But even if these structures of representation were to function to the fullest, representation in itself is from the beginning a concept of separation. Representation is meant to connect people to power while separating them from it, to separate and pose limits between the representatives and the represented. This from the beginning of the U.S. discussion in the Federalist Papers, as much as in Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. Aber selbst wenn denn überhaupt eine repräsentative Struktur funktionieren könnte, ist doch der Repräsentationsmechanismus selbst bereits, also der Begriff selbst, bereits von Trennung infiziert, in dem Maße, dass er Trennung voraussetzt. Hier dient also die Repräsentation dazu, Leute einerseits miteinander, also mit der Macht zu verbinden, gleichzeitig aber hier ganz klar auch die Möglichkeit zu begrenzen, darauf Einfluss zu nehmen und entsprechende, also für sich auch was daraus zu ziehen. In diesem Sinne finden wir das schon in den Federalist Papers oder auch bei Rousseau, dass also diese Repräsentationsmechanismen konzipiert sind. Okay, so here's a summary of this whole first bit. In case you fell asleep for part, this is then. So
Just as indebtedness mystifies our productivity, mediatization mystifies our intelligence, securitization mystifies our power, and representation mystifies our capacity for political action. I don't know if that was too fast for that. Indebtedness mystifies our productivity. Mediatization, our intelligence. And representation, our capacity to join. Political action. Ja, also um das summarisch zusammenzufassen, nur falls ihr zwischendurch dann doch dem Schlaf anheimgefallen sein solltet, ist es so, dass man sagen kann, so wie die Figur der Verschuldung unsere Produktivität mystifiziert die Figur der Mediatisierung unsere Intelligenz und mystifiziert die Figur des Sicherheitsregimes der sozusagen Sekurisierten in diesem Sinne unsere Fähigkeit zu politischem Handeln. Okay. I should apologize at this point because it seems unlike me. It all sounds too depressing. And so, and my real point, and here's what it really all this is really to set up, is the ways in which the struggles of this year have been able to and provide the key for reversing each of these conditions. Ja, ich sollte mich vielleicht dafür entschuldigen, das klingt ja bisher ziemlich depressiv und das ist eigentlich auch gar nicht so meine Art. Und ich möchte jetzt hier auf den Punkt kommen, um den es mir tatsächlich geht und darstellen, dass die Kämpfe, die in diesem Jahr stattgefunden haben, eigentlich wirklich auch der Schlüssel sind, der diese Figuren, die ich eben eingangs geschildert habe, verändern kann. So think of these, I want to try now going through each of the four, thinking of the ways in which struggle inverts the figures. So first one is to invert the debt. And think of the kinds of refusal that start this. Slogans like, we won't pay your debt. Struggles against evictions. Students against rate hikes. Think of the way that Mark... Oh, well, maybe I should stop there. Und ich möchte jetzt im Einzelnen auf diese vier Figuren zurückkommen und darstellen, wie durch die Kämpfe sozusagen sie praktisch in ihre Umkehrung geführt werden. Wenn wir einmal an die Schulden denken, dann einfach so an Slogans wie, ja, wir werden eure Schulden, also wir werden die Schulden nicht bezahlen oder auch Kämpfe gegen den Rausschmiss aus Häusern oder aber auch Studentenkämpfe gegen die Erhöhung von Studentengebühren. Think of a famous sentence from Marx's chapter on money in the Grundrisse, where he writes that in capitalist society, an individual carries not only his social power, but also his bond to society in his pocket, referring to money, referring to the power of money. And what interests me here is that money is both a relationship of hierarchy, of power, but it's also a social relation. And in inverting the debt, in denying the kinds of bonds it creates, we have to create alternative bonds, social bonds that replace the financial bonds of debt. Möchte hier nochmal ein berühmtes Zitat von Marx aus den Grundrissen, wo er über Geld schreibt, in Erinnerung rufen, wo er im Prinzip beschreibt, dass in der kapitalistischen Gesellschaft die gesellschaftliche Macht des Geldes Verbindungen, aber eben auch Obligationen finanzieller Art schafft und dass der Mensch sozusagen beides immer mit sich herumträgt. In diesem Sinne drückt Geld einerseits ein hierarchisches Verhältnis aus, nämlich Macht, hier jetzt etwas, ein Profit in die Zukunft nehme ich an, durchzusetzen, andererseits aber auch ein gesellschaftliches Verhältnis. Und in der Figur dessen, der jetzt die Zahlung der Schulden, die Aufnahme dieser Schulden verweigert, kommt eben die Ablehnung dieses Verhältnisses heraus und gleichzeitig obliegt es dieser Figur dann aber auch und ermöglicht es ihr, neue gesellschaftliche Verhältnisse zu schaffen, die an die Stelle des Geldes etwas Neues setzen.
Right, we'd have to think about a debt. We'd have to construct a debt without creditor. We'd have to be able to think a debt without guilt and responsibility. That would be the kinds of social debt that could replace the social bond of money. Worauf ich dabei hinaus will, ist, dass wir uns Schulden als etwas vorstellen können, wo es keinen Schuldner gibt, wo es keine Schuld gibt, wo man diese Schulden also nicht wirklich, also nicht, wo man die nicht für die aufkommen muss. In diesem Sinne eine gewisse gesellschaftliche Schuld, die das Geld, die an die Stelle des Geldes treten könnte. And in contemporary production, in what we often call biopolitical production, cooperation and social bonds, the importance of them become even heightened. In fact, cooperation and social bonds increasingly become part of the means of production themselves. So that the raw materials, the possibility of creating these social bonds, is increasingly present. Und wenn wir an das Produktionsmodell, was wir eigentlich immer wieder als biopolitische Produktion bezeichnen, denken, dann werden hier die Faktoren Kooperation und gesellschaftliche Beziehungen zunehmend wichtiger, werden Teil der gesellschaftlichen Produktivkräfte und stehen damit auch als Material für die Erschaffung neuer Verhältnisse zunehmend zur Verfügung. This requires at this point an analysis of the different kinds of rebellions against debt that we've seen in recent decades. You could put together the riots of Los Angeles, Paris, and London. Certainly the Argentina rebellion in 2001 against debt. The various protests against the summit meetings of the World Bank and IMF against debt, and then, of course, the current occupations against debt. Now, all of these, in some ways, are rebellions that throw off the morality and subjectivity of debt, but also that, this would be the key, that in the struggle create new bonds. That's what one would have to work through. Now, of course, that's different in the different circumstances in the riots of LA and Paris and London. It's different than in the current Occupy movement. But at least that part, and I think that's something I would take some time to analyze. But at least what's similar, I think, is this subjective inversion of the rebellion against the figure of indebtedness. And the simultaneously the construction of new bonds together. Wir müssen natürlich, um diese Figur genauer analysieren zu können, auch eine Analyse der verschiedenen Formen der Rebellion gegen das Regime der Schulden uns angucken. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich, kann man bald sagen, verschiedene Aufstände gegen dieses Schuldenregime gesehen, in die Aufstände in L.A., die Aufstände in Paris, in London. Wir haben aber auch den argentinischen Aufstand, den Argentinazo von 2001 gesehen. Wir haben Aufstände gegen die Schuldenregimes des Internationalen Währungsfonds gesehen. Und auch die gegenwärtige Occupy-Bewegung ist natürlich ein derartiger Aufstand gegen Schulden. In dieser Rebellion wird sozusagen die Moralität und die Subjektivität der Schulden abgeworfen und es ist erforderlich, dass neue Verhältnisse, neue Beziehungen aufgebaut werden. In diesem Maße unterscheiden sich natürlich sicherlich auch Aufstände wie beispielsweise die Riots, von denen ich eingangs sprach, im Vergleich zur jetzigen Occupy-Bewegung. Aber ihnen ist doch gemein, dass man sagen kann, dass hier die Subjektivität, die ihnen auferlegt wurde, umgedreht wird und abgeworfen wird. So the second is about media. It's not a question here simply of refusing to be absorbed in the media, using because of course it's
it's useful, and one can use the media in different ways. What's important to me is that it's not really a matter of information or really of ideology critique either. You can read all of Chomsky's books and still people won't revolt. I think the real point rather is the construction of a different communication, and that this real communication, it seems to me, requires encampment. Here I'm thinking about university occupations, the kinds of self-learning projects that precede in them, even thinking about the Zapatistas as a kind of armed truth, as a construction of new truths and new communication through that being together of the encampment, which is, here's the last thing of it, it really involves the production of political affects and a kind of collective intelligence through this being together. I'm not sure, political affects and collective intelligence. In Bezug auf die Medien ist es also für mich nicht so sehr die Frage, ob man jetzt von den Medien aufgesogen wird und sich da irgendwie gegen wehrt. Sie sind natürlich nützlich und man arbeitet mit ihnen. Es kann also hier auch nicht einfach darum gehen, vollständige Informationen zur Verfügungstellung zu garantieren oder gar eine aufwendige Ideologiekritik. Man kann alle Werke Chomskys lesen und dennoch meinetwegen nicht zur Rebellion streiten. Viel wichtiger erscheint mir, dass wir eine andere Form der Kommunikation einschlagen müssen. Und dazu gehört mir der Begriff des Camps, des gemeinsamen Zusammenseins, wie wir das beispielsweise an den Universitäten erleben, wo die Studenten zu anderen Formen auch des Lernens kommen oder aber auch in den zapatistischen Gebieten, wo es hier so etwas wie eine bewaffnete Wahrheit gibt und auch andere Formen der Kommunikation erarbeitet werden. Und dazu gehört natürlich auch die Herstellung einerseits politischer Affekte und andererseits kollektiver Intelligenz. So the third are the revolts against security, and in some ways seems to me that the primary revolts against security and the security regime take place really through flight. I mean, that the figure of the deserter, the fugitive, becoming invisible, refusing to be seen, these are the ways that that people move out of and refuse the security regime. Zur dritten Figur der Subjektivität, die durch das Sicherheitsregime hergestellt wird, sowohl objektiverseits als auch subjektiverseits, ist es nicht so sehr eine primäre direkte Revolte dagegen. Hier ist die Figur, die es schafft, also dieses Subjektivitätsregime auf den Kopf zu stellen, zuallererst die Flucht. Der Deserteur, die Deserteurin, die in der Lage ist, dieses Verhältnis umzudrehen. Und es gibt hier also den oder die Notwendigkeit, sich hier weiterzubewegen. I didn't get the last point. That's okay. It's better to cut it off. Yeah. And these have to be combined, it seems to me, with real projects against the prison regime and against militarization. In the U.S. seem to me quite admirable projects for a new abolitionism, meaning an abolition of the prison regime, which some ways are parallel in this to feminist projects against a militarized masculinity and against militarization. It seems to me that these concrete instances of the prison and the military have to be combated at the same time that the much more diffuse and generalized security regime is contested. Gewissermaßen fusionieren hier also einerseits das Knastregime
und auch das Regime der Militarisierung. Und hier gibt es neue Formen, sowas wie eine abolitionistische Bewegung auch in den USA anzustoßen, vergleichbar feministischen Projekten, die sich gegen die Militarisierung, die sich gegen eine militarisierte Welt, eine maskuline militarisierte Welt reden. Und mir scheint es wichtig, dass hier gleichzeitig gegen die konkreten Instanzen, in denen sich die Militarisierung und die Knastregime darstellen, gekämpft wird, als auch gegen die erweiterte Vorstellung dieser Sicherheitsregimes. You know, one of the things that's fascinated me about this is what I mostly understood from Madrid in May was, and they said they were taking this from Tahrir Square, is they said, we have no fear. We no longer have fear the same way they didn't have fear in Tahrir Square. And they were, part of the explanation was, I have to admit, I still don't understand it, but part of their explanation was, is we don't have to fight with the police because we have no fear of them anymore. One thing that's interesting, obviously this is not the fear of a, this is not the no fear of a Che Guevara hero that says, I will go to my death because it's a duty, blah, blah, blah. No, this is a different no fear. And it's a fear of a, no fear of a real security that comes from the being together. That's what seems, that's the way I'm trying to at least understand it. A real security that inverts the security regime. Was ich sehr faszinierend fand an den Aufständen, die im Mai in Madrid losgetreten worden sind, war, und Sie haben mir das so erklärt, dass Sie das von den ägyptischen Kämpfern vom Tahrirplatz bekommen haben, dass Sie angaben, keine Angst mehr zu haben. Es ist eine Erklärung, die ich bislang noch nicht vollständig, glaube ich, verstanden habe, aber im Kern sagten Sie sowas wie, dass Sie keine Angst davor hatten, mussten, sich mit der Polizei auseinanderzusetzen, weil sie keine Angst mehr vor die Polizei hatten. Das ist aber keine Angst, die etwa dem Heldenmut des Che vergleichbar wäre, der seine Persönlichkeit, seinen Körper dafür aufgibt, gegebenenfalls auch in den Tod zu gehen, sondern es ist ein Abwerfen der Furcht, was basiert auf einer wirklichen Sicherheit, die gegeben ist durch die Kommunikation, durch das Beisammensein in der Masse und die damit in der Lage ist, dieses Sicherheitsregime, diese Figur, diese Subjektivität des Säkurisierten auf den Kopf zu stellen. I have one more figure to deal with, but I wanted to stop at this point just to recognize one of the differences between this year's cycle of struggles and the ultra-globalization movement from 10 years ago. Ich habe noch eine weitere Figur, auf die ich eingehen möchte, aber ich möchte hier jetzt erstmal einen Strich ziehen, um nochmal auf einen Unterschied zwischen den Figuren, die in den Auseinandersetzungen in diesem Jahr hervorgekommen sind, wie ich sie erwähnt habe, und dem Unterschied zu der Antiglobalisierungsbewegung, wie sie über ein Jahrzehnt davor entstanden war, deutlich zu machen. The ultra-globalization movement was in many ways a nomadic and immediately international movement. It was nomadic in the sense that it moved from summit to summit. It moved from Seattle's WTO meetings to Quebec and the Free Trade of the Americas to Gothenburg to Prague to Genova. And in that way, it was even the militants were nomadic. And in contrast, this year's cycle of struggles, precisely as encampments, are rooted and not nomadic. They're rooted in the territory and that being together of the encampment. This is why I wanted to just pause right now to say this, is that in some ways of all three of these figures I've talked about so far, it's that being together in the encampment that has had the power to invert the impoverished figures of subjectivity that we under which we suffer, and be able to transform it. I have my own, I mean, there's some risks. There's one last thing, this is sort of off topic, but there's some, my concern about this encampments in some ways is that they are very national focused, and they have been this year. Whereas the ultra-globalization, like I said, it was in some ways immediately international.
the rootedness has tended to be focused on national issues and national politics. And I think part of the work of extending the cycle and highlighting the references from New York to Madrid to Athens to Cairo works against that national closure that I think is possible within this occupation movement. Sorry, that was the second point, but... Okay, also der Charakter der Antiglobalisierungsbewegung war im Prinzip, bestand im Wesentlichen darin, dass sie eine nomadische Bewegung war, dass sie unmittelbar international organisiert war. Das ließ sich daran sehen, dass die Bewegung sich letztlich von Gipfel zu Gipfel hangelte, dass also von Göteborg über Prag und alle möglichen anderen Städte in der ganzen Welt, und dass auch die Militanz, die damit einhergehend im wahrsten Sinne des Wortes nomadisch war, weil die Leute sozusagen auf die verschiedensten Gipfel eben dann auch gingen. Und in diesem Sinne sind die Kämpfe in diesem Jahr von einem anderen Charakter, nämlich indem sie nicht dermaßen nomadisch sind, sondern gegründet sind in der Gemeinsamkeit des Camps, was hier eine physische Gemeinsamkeit an einem bestimmten Ort auch herstellt. Und das gibt ihnen jetzt auch die Macht, diese vorher dargestellten Subjektivitätsfiguren wirklich auf den Kopf zu stellen. Damit sind natürlich aber auch entsprechende Risiken verbunden, und mich besorgt natürlich schon der stark national orientierte Fokus dieser Bewegungen. Während eben die Antiglobalisierungsbewegung unmittelbar international war, haben diese Bewegungen doch ihre Verankerung stärker im Nationalen. Gleichzeitig aber besteht doch so etwas wie Hoffnung darin, wenn wir sehen, dass der Funken ja über die arabischen Länder dann nach Europa und dann in die USA zur Occupy-Bewegung gesprungen ist und hier auch ein wenig vielleicht dazu beigetragen hat, einer vollständigen nationalen Schließung dieser Bewegungen vorzubeugen. So my last point is about representation and constitution. The refusal of representation is first a powerful slogan. Think first of one of the slogans in Argentina from 10 years ago, where they said que se vayan todos, meaning that we want not only one politician or one party to go, but all of them go, which is already, I think, a refusal of representation as such. But then also in Madrid, in May at the encampments, one of their slogans too was that you don't represent us, saying to the so-called progressive government. Now, I think that in this entire cycle of struggles of 2011, democracy has been put on the agenda as an aim. I would say from Tunisia and Egypt, in fact, some of the It's important in this way that it started in North Africa and the Middle East, this cycle, and then certainly to Spain, a demand for democracy was central to the struggles. When I first heard this, I'll stop after this one, but when a lot of the experienced militants in Spain heard and was brought the slogan for May, democracia real ya, like real democracy now, it sounded naive to them. But because, what do you know, every good cynical leftist ought to know that democracy has already been corrupted. We can't talk about democracy anymore. But this, I think that naivete has been really important and powerful of a demand for a real democracy. And like I say, a refusal of the representative forms that are passed off as democracy. Mein letzter Punkt bezieht sich nochmal auf die Figur der Repräsentierten und nochmal auf die Frage nach der Konstituierung. Hier nochmal ein Verweis auch auf die doch sehr
machtvollen Slogans, wie sie beispielsweise von den Argentiniern 2001 in ihrem Aufstand aufgebracht wurden, wie Que se vayan todos, also haut endlich alle ab. Und damit war eben nicht nur eine bestimmte Partei oder so gemeint, sondern die gesamten Politiker oder die auch darüber hinaus, die sie zu repräsentieren suchten. Es ging also gegen den Repräsentationsmechanismus an sich. Und wir finden das auch in dem Aufstand von Madrid wieder, wo sie sagten, also ihr repräsentiert uns nicht mehr. Und das auch eben der fortschrittlichen Regierung, also unter der PSOE, an den Kopf warfen. Und es gibt hier also so etwas wie die unmittelbare Forderung nach Demokratie. Und in diesem Sinne ist es auch gut, also dass die Aufstände in Nordafrika, in Tunesien, in Ägypten ihren Ausgang genommen haben und hier dann auch nach Europa, nach Spanien in der Form des Democracia Real, ja, also wirkliche Demokratie, jetzt aufgekommen sind, sodass es eine wirklich auch für die Bewegung zentrale Forderung wurde. Und Militante mit sehr viel Kampferfahrung haben sich natürlich auch da dann gefragt, na, mein Gott, das ist doch eine ziemlich naive Forderung, wir wissen doch eigentlich, dass diese Gesellschaft uns keine Demokratie geben kann. Aber ich denke, dass genau hierin diese unmittelbare Forderung wirklich auch die Kraft lag, diese Figur der Repräsentation direkt in Frage zu stellen und damit das, was uns als Demokratie verkauft wird, auch zu hinterfragen. Yeah, I'm reading this critique of representation in a quite large framework, as in fact as an erosion or even negation of the republican constitutions themselves, seeing representation as central to their figures. And so what happens in the encampments is a kind of practice of a real democracy in miniature. What happens in the squares, this was certainly true in Tahrir Square, in Puerta del Sol, in Barcelona, and Wall Street, is that an attempt to invent new democratic forms based on participation, continual assembly structures, commissions, you know, commissions about all kinds of different, commissions on housing, commissions on mortgages, commissions on feminism, commissions on natural resources, etc. That these are within the square. Yeah, like I said, a experimentation with democracy in miniature. Yeah, that's enough. Ich sehe aber auch hier die Kritik an dem Mechanismus, an der Form der Repräsentation in einem umfassenderen Rahmen. Und zwar der Gestalt, dass er im Prinzip zum Ausdruck bringt, eine völlige Auflösung, eine Erosion der republikanischen Vorstellung von Konstitution, von Verfassung, aber auch von Bildung dieser Demokratie. Und ich denke, das ist zentral für diese Bewegung, dass sie genau auf diesen Camps, die sich jetzt hier auf den verschiedenen Plätzen etabliert haben, direkte Formen der Demokratie etabliert haben, wie das in der Puerta del Sol oder auch auf dem Tahrirplatz passiert ist, damit auch direkte neue Formen der Demokratie ausprobiert haben. Sie haben hier versammlungsmäßig einmal, also das war erstmal die ständige Versammlung, war das Prinzip der Entscheidungsfindung, und darüber hinaus wurden spezifische Kommissionen für die unterschiedlichsten Anliegen, die die Leute hatten, gebildet, die dann auf eben ähnlich demokratische Weise hier vor Ort wirkliche Demokratie ausprobieren konnten, natürlich im Kleinen erstmal. And the point of course is, how do you move from a square to a society? How do you move from these experiments in miniature to a social project? My inclination is to work through recognizing the constitutional relevance of the figures, of these inverted figures that I've been trying to think through. In other words, these construction of social bonds, the real debt, construction of a collective intelligence in real communication, a being together without fear, a kind of real security. To think through them, the next step would be to imagine or construct a constituent process that is based on these figures, that can
in some ways replace or even go beyond the Republican constitutions of representation. Die Frage, die sich aber natürlich stellt, ist, wie jetzt diese Miniaturexperimente des Ausprobierens von direkter Demokratie oder von Demokratie auf den Plätzen in die Gesellschaft zu übertragen wäre. Und hier sehe ich die tatsächliche Bedeutung auch dieser von mir geschilderten Figuren liegen, dass sie jetzt einen wirklichen Konstituierungs-, einen wirklichen Verfassungsprozess zustande bringen können, indem sie nämlich einerseits also diese von mir ja geschilderten Veränderungen ersetzen, also wirkliche Beziehungen aufzubauen gegen tatsächliche Schulden, wirkliche Kommunikation zu ermöglichen, kollektive Intelligenz zu ermöglichen, statt mediatisierter Kommunikation und wirkliche Sicherheit durch die Gemeinsamkeit im Camp, in der Masse, im Treffen, in der Versammlung zu bieten gegenüber dem Mechanismus des Sicherheitsregimes. Und der Konstituierungsprozess basiert auf diesen Figuren und kann gegebenenfalls damit auch wesentlich über die republikanische Figur der Repräsentation hinausgehen. So my aim, and this is where I'll end, the aim which I'm hoping to work towards explaining is now ever more possible, is the constitution of what might be called a real democracy. And that's just where I'll end. Thanks very much for your patience and your translation. But sorry. Ja, und mein Ziel letztlich, und damit möchte ich jetzt schließen, ist, dass es einfach nur die Möglichkeit, also dass diese Bewegungen die Möglichkeit bieten, hier wirklich einen Konstituierungsprozess einer wirklichen Demokratie einzuleiten. Also ich möchte mich zuallererst Michael anschließen in dem Dank an Lars Stubbe, der wirklich großartig übersetzt hat die ganze Zeit und der das... Ja. auch weiter tun wird. Zur Übersetzung will ich einen kleinen Punkt hinzusetzen, weil man kann diese vier Inversionsfiguren auch tatsächlich ganz in deutsche Ausdrücke übersetzen. Dann gewinnt es eine gewisse Anschaulichkeit, wenn man nimmt die Verschuldeten, die Vermittelten, die Ver- und Gesicherten und die Vertretenen. Das sind nämlich die vier Figuren, wobei die Figur des Vertretenen oder der Vertretenen die anderen drei tatsächlich in sich aufnimmt. So you asked about John Holloway, and I understand John was here recently, and his Crack Capitalism was recently published. I detest the kind of conflicts and battles, especially among theorists on the left. And they usually seem completely useless to me. And in that regard too, I think John and I mostly, John, Tony, and I, whatever you know, whatever us writing, it's mostly agree and are working on the same, problems. Sometimes in different vocabularies. So John and I, in order to, partly in our interest to overcome these kinds of misunderstandings, John and I wrote over the last year or even two a series of letters that was meant as sort of reviews of our recent books. So about his Crack Capitalism and our Commonwealth, John and I wrote back and forth. And essentially we do come to the point of we're sort of in agreement about the general slogan, something like subvert and organize. John places the emphasis on the break, and we place the emphasis on the organized. But we're really both in agreement about both things. John has an allergy when I use the word institution. But I don't think, so, but I, and he thinks, he hears me say bureaucracy. But what I'm thinking of is institution the way anthropologists think of institution, like habits and repeated practices.
And that, even that he says he disagrees with, but I don't believe him. Because you can't live without it. I mean, it's sort of, in fact, we had an interesting discussion about love in this. Okay, translate that, I'll tell you the love part, and then we can end with that. Ja, ich habe gehört, dass John Holloway letzte Woche eine Rundreise gemacht hat, auch als Anlass seines neuen Buches, Kapitalismus aufbrechen. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, also ich verabscheue Konflikte zwischen linken Theoretikern und deren Ausspielen auf der öffentlichen Bühne. Im Wesentlichen ist es so, dass John und Tony und ich in zentralen Punkten übereinstimmen und auch zu denselben Problemen eigentlich arbeiten. Wir haben, um auch ein paar Sachen vielleicht zu klären, im letzten Jahr so etwas wie einen Austausch in Form von Briefen geführt, der eine Art gegenseitiger Rezension unserer jeweiligen Werke waren und stimmen also im Kern grundsätzlich darüber ein, über diesen gemeinsamen Slogan zu sagen, unterlaufen, unterwandern, untergraben versus organisieren. Und dabei ist John vielleicht derjenige, der eher eine Betonung auf die Frage des Bruchs, nämlich der Subversion des Bruchs legt, und ich vielleicht eher hier den Aspekt des Organizing, den Aspekt der Institutionalisierung betonen würde. Und für John ist es so, dass er, wenn ich den Begriff Institutionalisierung anführe, sofort eine Allergie hat, sofort Pickel bekommt und im Prinzip hört, dass ich von Bürokratisierung spreche. Dabei geht es mir natürlich gar nicht darum, sondern vielmehr in einer gewissermaßen anthropologischen Perspektive um die Wiederholung bestimmter Akte, bestimmter Handlungen, die eine Kontinuität ausdrücken. Und auch wenn John sagt, behauptet, er würde da eben Bürokratisierung drin sehen und würde das deswegen, diese Art und Weise das aufzufassen, verabscheuen, glaube ich ihm letztlich nicht. I apologize to all those you who don't know John's work that this bore you. But so John writes to me, he says, but you and Tony talk about love. What a horrible idea to institutionalize love. He says love is really about, it's all about breaking. It's about breaking the world you knew. It's about a kind of revolutionizing your life, leaving the world behind that you knew. And so my response is, yeah, love is that. I mean, love is an event. And it's love is about leaving behind the world you knew, but love is also and also has to be about a kind of repeated practice. Otherwise, love would be unlivable. You would wear yourself out in the completely somersaulting movement of love's revolutionizing. Think about having sex with a familiar lover. Like, what do? You know what you do. I touch you here, you touch me there, then we do this, then we do that. There's a kind of, I wouldn't call it institution, I'd call it a kind of ritual or ceremony. And that's what, love is also that. So that's the, it seems to me, or this is what I would want to hold together, and I think John does too, which is that love and also political organizing has to be both that. It has to be rupture, it has to be radical transformation, but it also has to be a lived practice that's full of habits and places to which you can return. Wenn in diesem Austausch mit John haben wir uns geschrieben und er schreibt mir sozusagen, was für ein furchtbarer Gedanke es ist, so etwas wie Liebe institutionalisieren zu wollen. Denn Liebe ist doch eigentlich genau der Ausdruck, hier mit der Welt zu brechen, die Welt, die man vorher gekannt hat, hinter sich zu lassen, die Ekstase des Moments zu leben. Und natürlich stimme ich mit ihm darüber hinein, dass Liebe wirklich genau dieser Event dieses Geschehenes ist, aber gleichzeitig muss es auch so etwas wie eine erfahrbare, eine lebendige, lebbare Erfahrung bleiben, wenn man sich nicht völlig verausgaben möchte in der Ekstase des Moments, die nicht im Prinzip dauerhaft aufrechtzuerhalten ist. Wenn wir uns einfach nur Sex mit jemandem, den man kennt, vorstellen, dann ist das doch
ein gewisses Ritual, eine gewisse Zeremonie auch, wenn man jemanden kennt und ihn hier berührt oder sie da berührt und die Empfindung hervorruft. Und in diesem Sinne muss natürlich auch Liebe oder politische Erfahrung einerseits ein klarer Bruch sein, andererseits doch aber auch eine gelebte Praxis sein, die es uns erlaubt, an bekannte Orte, an bekannte Sachen wieder zu bekannten Ritualen auch wieder zurückzukehren. Und letztlich glaube ich John im Kern nicht, wenn er das anders ausdrückt.